Dank. Genau, in der Keynote-Speech war es eigentlich schon relativ nett ausgedrückt. Wir sind die langsamen Tanker. Also ich darf heute irgendwie die Industrie vertreten als ein Großunternehmen, die in Search noch viel zu tun haben. Auch unser Bereich hat eine sehr geringe Loyalität, wenn es um Hausgeräte gibt, wenn man Leute fragt, was habt ihr für Marken in eurer Küche stehen, die wenigsten wissen es. Aber nichtsdestotrotz kann ich heute, glaube ich, auch behaupten, dass wir in den letzten Jahren viel geschaffen haben. Möchte aber erstmal starten mit einer kurzen Vorstellung meiner Person. David Friedrich, mein Name. Ich bin jetzt seit 4 Jahren Inhouse SEO bei der BSH Home Appliances Group und komme aus der Wirtschaftsinformatik und lebe seit 6 Jahren in München. Auch ich, wie viele andere SEOs, habe viele private Projekte. Bei mir ist es das Thema Hip-Hop, auch wenn man es mir vielleicht nicht ansieht. Man braucht wahrscheinlich im Großkonzern auch irgendwie ein kleines Projekt, in dem man auch mal Test-Cases fahren kann. Und das mache ich schon seit Jahren mit einem guten Freund. Und da braucht man auch manchmal ein bisschen etwas, wo man was auf die Straße bringen kann. Nichtsdestotrotz komme ich aber ursprünglich vom Bodensee. München ist jetzt auch nicht so weit von den Bergen. Und wenn ich mal nicht SEO in meinem Herzen trage, dann ist es meistens die Familie und dann geht es natürlich raus. Also so ganz nerdig bin ich dann auch nicht. Aber so viel ganz kurz zu meiner Person. Und bevor wir anfangen, auch mit der Thematik, eine kurze Frage: Wem sagt die BSH etwas? Okay, sind doch erstaunlich viele. Dann brauche ich gar nicht so detailliert darüber sprechen, aber wir sind auf jeden Fall nicht das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Wir haben auch mit dem schönen Keyword Schichtholz nichts zu tun. Und passend zu meinem Thema, was ich privat habe, ist auch der Kollege Bassultan Hengst, ein Berliner Rapper, hat mit uns auch herzlich wenig zu tun. Mittlerweile nennt er sich auch gerne B. S. H. Aber nichtsdestotrotz, das sind nicht wir. Eine Korrektur: Wir sind nicht mehr die Bosch Siemens Hausgeräte GmbH. Wir sind seit 2015 hundertprozentiger Tochter von der Robert Bosch GmbH. Sind aber gegründet worden vor genau 50 Jahren von der Siemens AG und der Bosch GmbH als Joint Venture. Mittlerweile wurde das Ganze eben an die Robert Bosch GmbH überführt. Sind Marktführer beim Thema Haushaltsgerät oder Hausgeräte und haben in Europa ja, sind wir Marktführer und international sind wir Nummer 3. Großer Turnover, viele Kollegen, allein in München, wo unser Headquarter ist, reden wir über 2.500 Mitarbeiter, weltweit sind es deutlich mehr. Das Hauptthema heute ist nicht zu sagen, wie komplex es ist, für ein Unternehmen und eine Marke weltweit SEO auszuspielen, sondern wir reden hier über viele Marken, die wir verantworten. Die BSH verantwortet sozusagen oder ist Teil von den Marken Bosch, Siemens, Gaggenau und Neff. Das sind so unsere sogenannten Global Brands. Und wir haben Local Heroes, die sozusagen nur in bestimmten Ländern zur Verfügung stehen. Sprich, Balay ist ein spanischer Brand. Thermador ist in der USA relativ bekannt. Und dann gibt es noch Label Brands, die für ganz spezielle Retailer zum Beispiel genutzt werden. Also wir haben hier eine Vielfalt an Marken, die alle natürlich unterschiedliche Zielgruppen haben, unterschiedliche Märkte beackern, möchte ich fast schon sagen. Und das muss irgendwie jetzt seit einigen Jahren auch unter dem Deckmantel Search oder digital laufen. Dann wird es noch ein bisschen komplexer. Gerade die Marken Bosch und Siemens haben nicht nur wie Miele zum Beispiel den Fokus auf Waschen, sondern wir arbeiten von Kochen und Backen bis runter zu den Consumer Products, also Kaffeemaschinen, Staubsauger, alles, was man für den Haushalt braucht. Jeder Bereich hat andere Category Managers und immer mehr Stakeholder, die dahinter hängen. Also im Prinzip sehr, sehr viele Leute, mit denen wir dann zusammenarbeiten müssen. Und meine langjährige Erfahrung als jemand, der in Keynotes, vor Keynote-Speakern sitzt und sich das anhört und lernt, war immer der Gedanke: Okay, klar können wir über Content-Marketing sprechen und Best Practices und wir müssen alles ganz granular machen, aber letzten Endes müssen wir auch darüber nachdenken, gerade weil wir sehr viel mit Dienstleistern arbeiten, mit Agenturen zusammenarbeiten, ein Verständnis aufzubauen, wie Großunternehmen funktionieren, warum sie so langsam teilweise agieren und wie man trotzdem Skaleneffekte schaffen kann, indem man einfach die Hausaufgaben überhaupt erstmal macht. Und wir reden hier über Buzzwords wie Meta-Tags, über die wir uns im Jahr 2017 immer noch unterhalten. Und da möchte ich so vielleicht ein bisschen auch aufzeigen, wie in die letzten 4 Jahre sozusagen entstanden sind. Vor 4 Jahren hatten wir das Thema Search noch gar nicht auf dem Schirm. Mittlerweile sind wir da deutlich weiter. Und welche Komplexität das bedeutet für mich.
ganz klar, es geht hier nicht nur um Google Germany, sondern wir reden hier über die ganze Welt. Bei mir heißt es auch noch, ich darf mich auch noch mit Yandex und Baidu herumschlagen. Bei Baidu ist es tatsächlich nur ein Herumschlagen, aber auch hier sind wir mittlerweile im Austausch mit den chinesischen Kollegen, sind auch vor Ort und schauen uns das an. Und wir müssen eine zentrale Marketingstrategie und eine zentrale SEO-Strategie für alle Marken und für alle Länder schaffen. Und heute geht es größtenteils um die Marken Siemens und Bosch, weil die nun mal die größte Marktmacht haben. Wir reden hier bei Siemens alleine über 40 Länderseiten, bei Bosch sind es knapp über 50, die allesamt irgendwo bespielt werden müssen mit Content, mit Inhalten, mit Informationen. Und damit werde ich zwar kein Design-Award gewinnen, aber ich habe es versucht, weil die BSH zu erklären in 3 Minuten ist nicht möglich. Dementsprechend will ich eigentlich nur aufzeigen, dass wir sowohl Verantwortlichkeiten natürlich in der Marke haben, also Global Brand Siemens, Global Brand Bosch, die definieren die Kommunikationsstrategie zum Beispiel. Das ist dann aber nochmal aufgegliedert, weil Regionen natürlich, Asien funktioniert anders als Europa, gibt es auch Regionenverantwortliche und es gibt natürlich diejenigen im Land, die das Ganze nochmal zielgenauer auf die Zielgruppe einspielen können. Und zu guter Letzt haben wir dann einen großen Bereich, wo auch ich dazu gehöre, der nennt sich dann Corporate Marketing oder Corporate Strategic Marketing, die versuchen müssen, die BSH als ganzes Konstrukt zu sehen und zu versuchen zu verstehen, was ist gut für alle Marken, wo sind Unterschiede und wie kann man die ausspielen. Und zu guter Letzt, da brauchen wir auch nicht so lange drüber diskutieren. Es wird einfach, wir haben viele, viele Projekte, wir haben Domain Changes, wir haben weltweite Relaunches, wir haben viele Stakeholder, wir reden über unterschiedliche Suchmaschinen, wir haben verschiedene Brands und das ist sozusagen die Welt, in die ich reinwachsen musste. Selbstverständlich, ganz klar, hatte ich 2 Optionen vor 4 Jahren. Entweder ich gehe gleich wieder und sage, okay, alles klar, auf Wiedersehen. Ich gehe wieder zurück in mein Agenturumfeld, da weiß ich, was ich zu tun habe, oder ich versuche eben weiterzukommen. Ich stehe noch hier, dementsprechend scheine ich mich für Zweiteres entschieden zu haben. Und bevor wir über das Thema Content reden, war es ganz wichtig, ich rede jeden Tag mit dem Top-Management, mit Bereichsleitern und die sind natürlich alle nicht im SEO zu Hause und alle wissen von Ihnen, wie komplex SEO sein kann. Wir können über Content reden, über technische Optimierung, über all das. Und deswegen war es wichtig für mich, einerseits für mich, andererseits auch für die Abteilung und für alle Stakeholder klarzumachen, was ist eigentlich unser Ziel. Das sind jetzt nur Teilausschnitte unserer Strategie. Aber wichtig war für uns überhaupt erstmal zu verstehen, was Search bedeutet. Ich bin der einzige hauptberufliche SEO bei uns weltweit und somit ist meine Aufgabe, es kann ich stolz drauf sein, kann ich auch traurig sein, aber der Punkt ist, die Erfahrung hat gezeigt, es ist auch nicht notwendig, dass in jedem einzelnen Land ein SEO sitzt, der nichts anderes macht, sondern wir haben technisch gesehen globale Webseiten, die global entwickelt werden, wo man Skaleneffekte hat. Einmal Hreflang Tag entwickelt, heißt Hreflang Tag für alle Marken entwickelt zum Beispiel. Und jemand, der Content schreibt, muss nicht im Zweifel ein SEO sein. Im Zweifel würde ich fast schon behaupten, ich als SEO kann nicht schreiben. Also ich für einen privaten Blog reicht's, aber ich bin kein Journalist. Ich habe keine Ahnung von Schreiben. Und das kann jeweils derjenige, der das übersetzt, der auch das studiert hat oder vielleicht auch einfach ein Fable dafür hat, der kann es deutlich besser. Und diese Leute mitzunehmen und ihnen zu erklären, Search funktioniert so, bitte schreib den Text nicht nur für dich oder für das, was du denkst, was richtig ist, sondern nehme diesen Kanal auch noch mit und dann reden wir natürlich auch über Kampagnen, wo wir aus dem Thema Search rausgehen und sagen, wir haben einen Marketing-Mix aus Search, aus Display, aus allen anderen Themen. Und wie kann man damit Content entwickeln? Das heißt also, meine Aufgabe ist es nicht, aus allen ein Super-SEO zu machen, aber das, was sie tun in ihrem Job, zu verknüpfen. Ein Produktmanager, der Produktdaten pflegt, muss wissen, was das heißt für Search. Ein Marketeer, der Budgetverantwortung hat, muss wissen, welchen Plan habe ich, welche Ziele habe ich, welche Ziele möchte ich erreichen. Und das ist sozusagen unser Key to Success, haben wir es jetzt mal genannt. Und das versuchen wir voranzutreiben. Auch sehr, sehr simplifiziert, also sehr einfach gehalten, unsere Matrix, klar, unser Ziel ist es als SEO Traffic zu generieren, klar, hinten raus, was konvertiert und so weiter, ist natürlich der nächste Schritt, aber um auch hier es wieder einfach zu machen, ich sitze mit Leuten, die eine Viertelstunde Zeit haben in einem Raum und ich muss erklären, ganz schnell erklären, was sind meine 4 Punkte, die ich abarbeite und deswegen versuche ich es immer so einfach wie möglich zu halten und dann natürlich mit der IT zum Beispiel granular in irgendwelche kleinen Optimierungen reinzugehen, das ist auch möglich, aber im ersten Schritt ist es der
ist es das klarzumachen, was es hier geht. Und wir haben es halt Knowledge, Transparency, Potentials und Motivation genannt und dahinter immer was gelegt. Also wenn im Management jemand fragt, wie willst du den Traffic generieren, dann geht es darum, wie ich es gerade gesagt habe, erstmal eine Wissensbasis aufzubauen, Guidelines zu entwickeln, Trainings zur Verfügung zu stellen und mit den richtigen Stakeholdern, die muss man sich eben rauspicken, regelmäßig zu sprechen und ihnen zu erklären, worum geht es, welche Ziele hat die Marke und wie kann man die mit Search verknüpfen. Und das Ganze funktioniert natürlich nicht ohne Zahlen. Vor 4, 5 Jahren haben wir einfach mal in verschiedenen Ländern 50% Traffic Loss gehabt, hat halt keiner mitbekommen, hat auch sich keiner angeschaut. Mittlerweile ist es so, dass wir automatisierte Reports haben, in meinem Fall SEO-Reports, gibt natürlich auch noch deutlich mehr Reports, aber auf denen wir aggregiert Daten sehen aus unterschiedlichsten Tools. Wir nutzen Search Metrics, die Search Console, wir nutzen unser eigenes Tracking Tool und an denen wir relativ schnell sehen, anhand von wenigen Zahlen oder auch gar nicht wirklichen KPIs, sondern wenigen Zahlen, wie performen die verschiedenen Märkte, wo gibt es Probleme, und wir schauen uns dann letzten Endes nur noch die an, die entweder wirklich gut performen, wie in der Türkei momentan bei uns, oder die relativ schlecht performen, um uns dann irgendwie sukzessive rauszusuchen, wo brennt es oder wo können wir daraus lernen. Ein weiterer Punkt ist, wurde ja auch in der Keynote schon gesagt, große Marken gucken sich gar nicht das Umfeld an. Wir denken, oh ja, die Startups, passt schon, haben eine große Marke, mit der haben wir so viel Power, da werden wir immer gewinnen. Ich denke, noch gilt es, noch haben wir mit Bosch und Siemens, glaube ich, große Marken, aber lange wird es auch nicht mehr funktionieren, dass nur weil die Marke so toll ist, oder vermeintlich so toll ist, dass wir dann besser ranken als alle anderen. Das heißt, wir gucken uns hier natürlich auch regelmäßig an, wo sind Potenziale aus Content-Sicht. Also wir schauen halt nicht nur auf den existierenden Content, sondern wir schauen auch an, Thema Küche, gibt es jede Menge Trends. Es ist mittlerweile auch ein Bereich, wo man viel drin lebt und nicht nur einfach kocht. Somit kann man Content entwickeln, der zur Marke passt, der aber nicht direkt produktbasiert ist. Und das haben wir heute auch schon gehört, dass es nicht immer ums Produkt gehen muss. Und der letzte Punkt ist der, da komme ich dann auch später noch mit ein paar konkreteren Beispielen. Reden ist schön, Guidelines sind auch toll, Trainings vergessen die meisten Leute nach einem halben Tag oder haben es erst gar nicht verstanden. Und keiner setzt es um, weil das Budget nicht reicht, weil man vielleicht irgendwie nicht weiß, was man der Agentur sagen soll oder man hat überhaupt keine Agentur. Also irgendwas auf die Straße bringen ist das A und O. Deswegen picken wir uns auch hier wieder Länder raus und sagen, okay, lass uns doch mal was starten, lass uns das dokumentieren, lass es uns messen und sagen, okay, was ist denn dabei rausgekommen? Also wir versuchen im kleinen Rahmen natürlich auch ein bisschen agiler zu sein, auch mal hinfallen zu können und hier wirklich zu lernen. Das nur für mich. Weil mein Kopf bestand am Anfang vor 4 Jahren nicht so strukturiert. Dann habe ich gedacht, okay, links sind ganz viele Interne, die wollen alle was von mir. David, mach mal hier ein Konzept für Siemens. Wir sind in 3 Wochen übrigens live mit allen Ländern. Mach da mal was. Auf der rechten Seite fragen die Agenturen, ja, ich verstehe die BSH nicht, ihr seid so groß, wo finde ich denn das? Wen muss ich ansprechen für Metatext? Was muss ich überhaupt machen? Und im Endeffekt musste ich mir dann halt zumindest eine grobe Struktur aufbauen, in der ich gesagt habe, ich bin einerseits so eine Art Inhouse-Consultant. Man kann zu mir kommen und sagen, ich möchte etwas entwickeln, ist es relevant für Search, ja oder nein. Ich kann also konzeptionieren, ich kann unterstützen, ich kann Best Practices teilen und dann natürlich ist der mittlere Strang die Analyse und Evolution. Das muss ich mir auch natürlich anschauen, was passiert auf dem Markt und was ist es jetzt? HTTPS, ist das jetzt gut für uns, wichtig für uns, müssen wir das sofort machen? Wir müssen uns halt immer überlegen, das ist dann für 40 Länder, was heißt das an Kosten für die IT? Ist das wirklich ein Ranking-Boost, ja, nein? Das muss ich alles abwägen und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und klar, das Thema Reporting und Monitoring, es gab kein PageSpeed-Monitoring von unserer Seite aus. Wir haben halt Screenshots von Agenturen bekommen, PageSpeed ist schlecht, aber selber konnten wir es nicht messen oder haben es nicht gemessen. Wir hatten keine automatisierten Reports und das alles ist auch ein wichtiger Punkt, den ich tagtäglich durchführe. Jetzt aber zum Thema Content, auch hier wieder ganz wichtig für uns, wir möchten nicht maximal von allen Konsumenten gefunden werden, sondern wir wollen für die richtige Audience gefunden werden, zur richtigen Zeit. Und um das auch wieder klar zu machen, fürs Management arbeiten wir halt seit kurzem auch mit der Customer Decision Journey, die im SEO oftmals nicht beachtet wurde. Man hat halt gesagt, Search, das ist der Typ mit dem Kapuzenpulli, der da was mit der Technik schraubt und das passt schon und dann haben wir Rankings. Mittlerweile sagen wir halt, dass Media im klassischen Sinne mit SEO verknüpft werden sollte oder nochmal einen Schritt zurück. Search ist für uns SEA und SEO
Und es gibt niemanden, der entscheidet, wir haben so und so viel Budget für SEO nächstes Jahr, sondern es gibt jemanden, der ist ein Marketingmanager und der entscheidet, wir haben so und so viel Spendings für TV und wir haben so und so viel Spendings für SEA und dann vergisst man SEO, weil man weiß ja eh nicht, was man da machen soll und letzten Endes macht es ja eh die IT, dann brauchen wir ja kein SEO. So, und dementsprechend gehen wir halt so weit, und das hatte man, glaube ich, auch schon in den ersten Vorträgen gesehen, und sagen, wir definieren wir platzieren SEO dort, wo der Marketingmanager sitzt, um dort auch Budget zu bekommen und auch ein Verständnis dazu für aufzubauen. Da sind wir wieder dabei. Knowledge, Wissen ist wichtig, um zu sagen, SEO hat im ersten Moment jetzt vielleicht nicht zwingend was mit Technik zu tun, sondern es geht darum, den Konsumenten abzuholen. Es ist ein Kanal, egal ob du Offline-Marketing oder Online-Marketing machst, auch SEO ist ein Marketing-Kanal für den Konsumenten. Und auch hier verständlich zu machen, dass die Marke Siemens hat eine Kommunikationsstrategie, die Marke Bosch hat eine Kommunikationsstrategie und dass diese Strategie verwendet werden soll, um eine Content-Strategie zu entwickeln, weil wir reden davon, dass wir, wie gesagt, weltweit 50.000 Mitarbeiter haben, für Website-Verantwortliche sind es vielleicht 10.000 und jeder hat irgendwie eine Idee, Content zu entwickeln und das aber ohne Struktur und ohne Plan, und dementsprechend ist es wichtig, eben die große globale Marke abzuholen und zu sagen, lass uns doch gemeinsam eine Content-Strategie entwickeln und vor allem eine Aktivierungsstrategie, also was fange ich mit dem Content überhaupt an, wie platziere ich ihn, wo platziere ich ihn, den wir dann global an die Markenvertreter im Land, an die Region weitergeben, damit sie auf der Basis relativ gut und strukturiert Content entwickeln können. Und auch ganz wichtig, dass wir, das ist jetzt nur ein Beispiel, wir haben uns innerhalb dieses Funnels von der Consideration Phase bis zur Retention Phase oder auch ab der Awareness Phase Ziele gesetzt, die ich hier jetzt nicht teilen kann, aber die relativ klar sein sollten. Wir wollen immer ganz oben ranken, so mehr oder weniger, aber was klar ist, dass wir aufzeigen, dass wir pro Phase erstmal definieren, was ist ein Keyword-Set in einer Consideration Phase, da klären wir zum Beispiel auf, und dass wir dann der Marke erklären, wir haben drei verschiedene Marken wie Neff, Bosch und Siemens, die unterschiedliche Zielgruppen haben, die unterschiedliche Ziele haben vor allem auch Budgets haben, wo man sich darauf fokussieren sollte. Die Marke Neff wird sich wahrscheinlich erstmal nicht in der Retention Phase zu Hause finden, sondern die sagen, Neff ist sehr stark im Einbau zu Hause, es geht viel um Kochen, es geht um Emotionalität, so soll die Webseite dementsprechend dann auch aussehen, und das heißt, man fokussiert sich vielleicht, weil es eine kleine Marke ist, immer erst auf einen Funnel und versucht dort einen Weg zu finden, erstmal dort anzufangen und nicht alles gleich aufzusetzen. Und jetzt als Beispiel, klar wäre es ideal, wenn bei jedem generischen Begriff, in dem Fall Backofen für in der Consideration Phase, wir überall in den Top 10 gefunden werden, und nochmal gut verständlich gemacht, für uns sind Konkurrenten keine Amazons oder Retailer im Allgemeinen, sondern für uns sind Konkurrenten die Hersteller. Bevor es ein bisschen konkreter wird, auch nochmal die Info, sieht vielleicht immer ein bisschen langweilig aus, solche Slides kennt, glaube ich, jeder, der mal im Großunternehmen war oder als Agentur mal solche Präsentationen sehen durfte. Sie sehen immer erst langweilig aus, ja, Prozesse und bitte erst das und bitte erst das, aber letzten Endes ist es elementar, wirklich diesen Prozess auch ins SEO zu überführen, weil oftmals habe ich das Gefühl, dass jeder, der im klassischen Marketing zu Hause ist, weiß, wenn man eine Kampagne startet, dann muss man sich erstmal überlegen, was habe ich für Business-Ziele, ich habe ein gewisses Budget, was möchte ich damit erreichen, aber im SEO ist es oftmals so, dass zumindest in unserem Bereich keiner oder wenige wissen, wie man eine Landingpage baut, wie man Content entwickelt, wofür man das tut, wie man es messen kann, und deswegen ist es für uns auch wichtig, erst nicht mit IDF irgendwelche Leute zu verwirren und zu sagen, oh mein Gott, jetzt muss ich Mathe auch noch können, sondern es geht darum zu sagen, jeder kann das. Es ist egal, welche Erfahrungen du in deinem Leben bisher gemacht hast. Wenn du Lust hast, dann kannst du das schaffen. Und das kann man auch wiederum, weil ich meistens auch Kontakt habe mit denen, die Verantwortung haben für die Webseite, aber keine Budgetverantwortung haben. Die können wiederum solche Informationen an ihren Chef weitertragen und sagen Folgendes. Wir möchten eine SEO-Content-Strategie entwickeln für unser Land und wir haben Folgendes getan. Wir haben uns Business-Ziele geschaffen. Wir haben uns vorher den Markt angeschaut. Wir haben Audits gemacht, wir haben unsere Analytics-Daten zu Rate gezogen, wir haben die Competitors mal angeschaut und erst dann sind wir in die Content-Definition gekommen. Momentan ist es so, dass meistens werde ich angeschrieben beim Thema KPI, wenn man sagt, ja, wir haben jetzt Content entwickelt, der ist auch schon online, aber
ja, ja, da ist er jetzt sozusagen. Und dann sage ich halt, naja gut, warum habt ihr den Content geschrieben? Ja, ist doch gut, so unter dem Motto. Also ich will jetzt nicht meine Kollegen diskreditieren, aber es ist einfach wirklich, gerade wenn es um SEO geht, man hat gelesen in der Internet-World oder wo auch immer, SEO ist wichtig, das glaube ich hat mittlerweile jeder verstanden, aber so richtig den Plan, wie man damit jetzt umgeht und wie man auch Awareness schafft bei seinen Chefs, weil oft dann zurückkommt, ja, wir haben gar kein Geld für SEO, die machen immer nur Werbung im TV, weil das ist viel besser und es konvertiert auch so toll, aber auch da hat man vielleicht keine konkreten Zahlen, muss man es eben schaffen, SEO in meiner Meinung nach so insofern zu professionalisieren, dass es nicht mehr darum geht, ob der Kapuzenpulli tragende SEO, wobei ich Anzugpflicht habe in der Firma, dass der nicht sozusagen irgendwo an der Seite steht und das Thema Media ganz gut durchstrukturiert und durchgeplant ist, sondern dass man das eben mit reinnimmt und dass man dafür auch kämpfen und arbeiten muss, im Land dafür Geld zu bekommen. Und das baut eben, deswegen mussten wir über 3 bis 4 Jahre wirklich dieses Fundament SEO aufbauen, damit am Ende des Tages wir sowas an die Länder weitergeben können und dann auch am Ende des Tages was auf die Straße kommt. So, es ist Wahlkampf, deswegen wird Frau Merkel wahrscheinlich müde sein oder der startet jetzt demnächst, aber nichtsdestotrotz, ich weiß, dass es nicht super spannend ist, über Prozesse, über Standards, über Regeln und sonst was zu sprechen, aber es ist leider nicht anders möglich, in einem vor allem bei uns in einem Mehrmarkenkonzern SEO aufzusetzen oder man baut eben 100 SEOs auf. Also denken wir nochmal zurück, wir haben hier ganz viele Marken, jeder Markenvertreter hat so seine Ziele, aber am Ende des Tages geht's um das, jetzt auch wieder nur beispielhaft für die Marke Siemens und Bosch. Mein Ziel muss es sein, einen wirklichen ganzheitlichen SEO-Approach zu haben, zumindest im groben Rahmen, der alle Marken abdeckt, der sagt, okay, so muss das technische Setup Minimum aufgebaut sein, die Informationsarchitektur wird einmalig aufgesetzt für die unterschiedlichen Marken und auch Content muss zumindest in einen Rahmen gegossen werden, wo jeder weiß, okay, alles klar, wenn ich das tue und das noch verbinde mit meinen Zielen, mit meiner Zielgruppe, weiß ich, was zu tun ist und am Ende des Tages kommt hoffentlich ein gutes Ranking dabei raus. Oder aber umgekehrt, dass viele Kollegen dann zu mir kommen und sagen, damit wollen wir ranken, es aber aufs Prinzip hier gar nicht funktioniert, weil irgendwelche Contents in Datenbanken hinterlegt sind oder weil Landingpages eine Woche online sind, danach offline geschalten werden müssen und ich dann sage, ja, es bringt da nichts, da brauchst du auch keine SEO-Agentur dafür. Also es ist einerseits, um klar zu machen, in welche Richtung musst du laufen, damit du deine Ziele erreichst im Land und manchmal auch Geld einzusparen, wenn man nochmal sich meine Anforderungen anschaut, um zu sagen, okay, SEO muss nicht immer SEO sein, das kann auch wirklich mal eine TV-Kampagne Sinn machen, gerade wenn man für ein neues Produkt Awareness schaffen will zum Beispiel. So, sicher kontrovers das Thema, aber wir müssen natürlich irgendwie Komplexität rauskriegen aus dem Thema Content. Wir nennen es Master Content. Das heißt, wir stellen englischen Content zur Verfügung für getrennt pro Marke, also nicht kompletten Content über alle Marken, sondern die Markenvertreter der globalen Marken stellen globalen englischen Content zur Verfügung und die Länder müssen sozusagen übersetzen und im Idealfall lokalisieren. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, verschiedene Zielgruppen, jeder sucht anders, dann ist ja wieder der Content überall gleich, aber nichtsdestotrotz, aus der Vergangenheit heraus hatten wir Webseiten, die nicht mal ansatzweise konsumentenfreundlich war. Und unser erster Schritt war zu sagen, klar, es ist nicht perfekt, aber auf der Basis können wir sicherstellen, dass die Marke richtig repräsentiert wird, dass Länder, die kein Budget haben, eigenen Content zu entwickeln, diesen Content übernehmen können und nur in Anführungsstrichen übersetzen müssen und dass wir eine gleichbleibende Qualität weltweit haben. Und meine Herausforderung ist letzten Endes zu sagen, okay, nicht nur übersetzen bitte, liebe Leute, gerade wenn es in UK und US unterschiedliche Keywords gibt, sondern bitte überlegt euch doch mal, wie könnt ihr diesen Content noch verbessern? Es ist also nicht gezwungen, dass dieser Content exakt so bleiben muss. Wir stellen ihn nur so zur Verfügung, um sicherzustellen, dass auch in kleinen Ländern wie Rumänien mit einem Marketingbudget von 1.000 Euro letzten Endes der Content auch auf der Webseite seinen Platz findet. Und
wir nicht auf einer leeren Webseite den Konsumenten auf eine leere Webseite stellen. Aber meine Herausforderung ist es, wie gesagt, das Thema URLs, Metadaten, Headlines und so weiter insofern zu lokalisieren, dass jedes Land weiß, was zu tun ist. Teilweise stellen wir ganze Keyword-Listen zur Verfügung, wir stellen How-Tos zur Verfügung und wenn es um globale Relaunches geht, unterstützen wir auch global, sei es mit einem externen Dienstleister zusammen oder wir machen, wir haben es irgendwann mal SEO-Clinics genannt, da kann dann Dr. SEO kommt dann um die Ecke und dann besprechen wir das. Es hilft, es klingt simpel, aber letzten Endes ist es einfach dass die Leute gerne wollen würden, wenn sie wüssten wie und dafür ist unsere Abteilung zuständig. Und es funktioniert insofern, dass wir gesagt haben, erstmal überhaupt die Qualität unserer Markenwebseiten, die wirklich sehr, sehr schwach waren 2013, aufzuwerten mit Inhalten und damit meine ich nicht nur Text, sondern auch Bildern mit einer anderen Userführung und gleichzeitig dann aber in den vielleicht auch sauren Apfel zu beißen, erstmal Master-Content zu nehmen. Und mit dem immer größer werdenden Wissen, was dann die Länder aufbauen, können sie eben diesen Master-Content nicht komplett umschreiben, weil die Story sollte schon die gleiche bleiben, aber sie können daran arbeiten, wirklich zielgruppenspezifischer zu schreiben und eben sich abzuheben eben von diesem sogenannten Master-Content. Ansonsten ist natürlich ganz wichtig, in großen Unternehmen, man hat immer tolle Ideen, aber man denkt halt, ach, das Headquarter bekommt es eh nicht mit, lass uns mal irgendwie eine Landingpage bauen, ein iFrame draufklatschen und das machen wir dann schon irgendwie und wenn die Zahlen runtergehen oder gar keine Rankings vorhanden sind, dann kriegen die es eh nicht mit, so unter dem Motto. Das ist auch wieder hier nicht böse gemeint, aber es war halt so, keiner hatte sich Gedanken gemacht, wie unsere Performance-Daten sind. Dementsprechend muss ich mir natürlich jede Woche und jeden Monat mal eine Liste an 90 Ländern anschauen, unterschiedlichste Marken und dementsprechend haben wir entschieden, ein globales Dashboard zu entwickeln in verschiedenen Granularitätsstufen. Das, was man hier sieht, ist natürlich eher fürs Top-Management. Da sieht man ganz viele Länder, schöne Flaggen. Dann sieht man auch, im Januar 2017 hat man so viel Traffic verglichen zum Vormonat, verglichen zum Vorjahr, verglichen zu Year-to-Date. Ist es besser, ist es schlechter? Dann haben wir grüne und rote Bubbles. Das funktioniert auch immer prima. Und dann können wir halt sagen, wie ist der Trend über alle 40 Länder? Ist er gut? Ist er schlecht? Sollten wir was tun? Und erstaunlicherweise, Zahlen helfen immer, um Druck aufzubauen, um irgendwas umzusetzen, weil im Endeffekt man ja sonst irgendwie das Gefühl hat, die Website sieht gut aus, passt schon soweit, aber wenn die Zahl halt heißt, in einem Markt wie China -20%, dann wundert man sich, weil das ist ja ein wichtiger Markt, warum haben wir da 20% weniger Traffic? Und dann passiert plötzlich was. Und dann ist man, glaube ich, braucht man gar keine 20 Meetings mehr, wie normalerweise, sondern man kann sich halt mit 3 Leuten zusammensetzen und sagen, komm, jetzt machen wir einen Call mit China und jetzt sagen wir denen mal, was sie tun müssen oder wir analysieren das Ganze und helfen denen. Also ist auch wieder kein Rocket Science, einen Report aufzusetzen, dass er automatisiert ist, auch nicht. Wie man sieht, ist auch noch eine Excel-Variante, aber immerhin automatisiert und auch da müssen wir natürlich weiterarbeiten. Aber es ist ein erster Start, tatsächlich Skaleneffekte zu schaffen und nicht, früher musste ich solche Reports manuell bauen, dann sitzt du dann 3 Tage pro Monat da und bastelst dir irgendwelche Excel-Tabellen. Das kann es natürlich auch nicht sein und gleichzeitig schafft es natürlich auch eine Art Druck, weil man plötzlich merkt, das Headquarter schaut ja wirklich hin und zu. Kurze Zusammenfassung, bevor ich dann tatsächlich noch ein paar Beispiele mitbringe. Ich denke, das macht immer mehr Sinn, als dann nur über Möglichkeiten und Strategien zu sprechen. Also ganz am Anfang für uns ist es wie für alle anderen auch, da unterscheiden wir uns, glaube ich, nicht von einem Konzern, der nur eine Marke beinhaltet, dass wir halt alles über Prozesse, Standards und Guidance aufbauen müssen. Das heißt, am Anfang habe ich vielleicht 100 Mails bekommen mit 98% gleichen Fragen. Die habe ich dann immer wieder sukzessive abgearbeitet, manchmal Copy-Paste gemacht und dann ist man irgendwann auf die schlaue Idee gekommen und gesagt, okay, lass uns doch standardisiert regelmäßig irgendwie die Guides entwickeln, lass sie irgendwo auf bei uns in einem Intranet zur Verfügung stellen, lass die immer wieder updaten und fülle sie mit Cases, sodass das angereichert ist, dass man sieht, okay, Spanien hat da einen tollen Case gehabt und in diesem System müsste ich das anpassen, wenn ich das wollte, weil es oftmals die Frage ist, wie kann ich das machen, in welchem System, warum muss ich das machen, wie kann ich das messen und ist es eigentlich gut und ist es schlecht und was kostet es und muss es eine Agentur machen oder kann ich das, also so viele Fragen, sodass ich eigentlich nur operativ gearbeitet habe und irgendwann gemerkt habe, im strategischen Marketing sollte man vielleicht auch ein bisschen langfristiger denken, sodass wir halt sowas aufgebaut haben und durch diese Standards, Prozesse und immer wieder das Wiederholen auch von Trainings bin ich mittlerweile
oder habe ich es geschafft, dass ich gefühlt 80-90% der großen Projekte, die in der BSH-Welt aus SEO-Sicht relevant sind, auch eingeladen werde, in die Core-Meetings reinkomme, in die Core-Teams reinkomme, wo tatsächlich Diskussionen entstehen. Auch teilweise oftmals in den letzten ein, zwei Jahren wurde ich in der Konzeptionsphase schon gebeten, mal was dazu zu sagen. Also wir haben es halt geschafft, wirklich Step-by-Step aufzubauen, dass jeder weiß, wann es Sinn macht, mich zu Rate zu ziehen. Und es geht nicht darum, dass jeder genau weiß, was er jetzt morgen und übermorgen tun muss, sondern dass er weiß, okay, da gibt es Guides, da gibt es Hilfestellungen, da gibt es eine Strategieabteilung, also das ist das A und O. Und klar, auch im Top-Management muss man natürlich erklären, was heißt ein SEO und warum auch im Jahr 2017 muss man das noch tun. Aber nichtsdestotrotz wird jetzt immer mehr auch hinterfragt, warum machen wir das Ganze einfach. Und dementsprechend haben wir Testcases, wir helfen die Leute zu motivieren, indem wir einfach Cases aufbauen. Da vielleicht einfach so ein paar Informationen, ein paar Beispiele, wie wir es in der BSH in den letzten Jahren gemacht haben. Als erstes Beispiel ist das die oft von mir gerade noch genannte Webseite von Siemens von 2013. Das sind die beiden, das sind zwei gleiche Landingpages, also die Backöfen und Herde Landingpage von 2013 und 2016 von der Marke Siemens. Links, das ist schon die komplette Seite von 2013, rechts kommt gleich noch ein zweiter Screenshot, da ist natürlich, kann man auch drüber streiten, noch Content platziert, aber was die Aussage letzten Endes ist, an so einer Webseite arbeiten Hunderte, wenn nicht sogar, wenn wir die IT noch mit einplanen, vielleicht sogar Tausende von Leuten, die entwickeln, die Content schreiben, die alle möglichen Aufgaben haben, Produktmanager und so weiter, und die so weit zu bekommen, dass man sagen, die User Centricity, die wir uns irgendwie ganz vorne auf die Fahne geschrieben haben, die bedeutet eben, dass jeder mitarbeitet, dass wir andere Bildwelten wurden geschaffen oder neue Bildwelten wurden geschaffen. Wir haben Struktur reinbekommen, indem wir gesagt haben, und da sind wir bei der Keynote, wo gesagt wurde, dass Marken gerade in der Consideration Phase, wenn es um Backofen und Herde geht, also jemand sucht nicht nach Marke Siemens, sondern nach Backofen ohne einen Brandbezug, dass man da noch nacharbeiten muss. Und das haben wir eben getan, weil wir gesagt haben, nach was sucht der Konsument, wenn er Backofen eingibt? Er sucht nach Möglichkeiten, was gibt es denn für Backöfen? Und wir haben Backöfen, die eingebaut sind, wir haben Backöfen mit Mikrowelle, es gibt noch Dampfgarbackofen, also es ist eh schon ein Sammelsurium an sehr komplexen Themen. Und dort hat er einen Überblick, kann direkt in die Unterkategorie springen, wenn er das will. Und wenn er dann aber doch noch mehr Fragen hat, dann informieren wir ihn über die oftmals sehr kryptischen SensoFresh-Features. Keiner weiß, was SensoFresh ist, aber wir informieren darüber. Das heißt also, wir haben eine Content-Welt geschaffen zum Thema Backofen. Und nichtsdestotrotz, ich bin auch kein Fan von Longpagern, wo man jetzt Content-Wüsten schreibt und ach, wie toll wir sind. Aber letzten Endes war das der erste Start, von links nach rechts zu kommen. Und auch in diesem Jahr zum Beispiel planen wir jetzt eben, diesen Content nochmal zu analysieren, zu schauen, aufgrund unserer Daten funktioniert das Ganze, funktioniert es nicht, sollten wir bestimmte Content-Elemente rausnehmen, sollten wir es anders tun, sollten wir vielleicht mehr Videos einbauen. Das ist der nächste Schritt. Also wir bleiben halt nicht stehen und das ist das Wichtige, dass wir eben jetzt vielleicht, wenn jemand hier eine On-Page-Analyse machen würde, würde sagen, ja, hier fehlt noch was und da fehlt noch was. Natürlich, gar keine Frage. Und auch der Content mag vielleicht nicht der allerbeste sein, aber basierend auf der Vergangenheit ist es eben schon mal ein richtig guter Schritt gewesen und da kann es auch, so kann es oder muss es dann auf jeden Fall auch weitergehen. Ein zweiter Fall von, ja, was gibt es denn da noch für Suchanfragen draußen, ist das Thema Kundendienst. Ein Riesenpotenzial. Der Kundendienst hat bei uns, ist weltweit aufgestellt und hat jegliche Information, so kleingranular, wie sie auch sein muss, pro Produkt. Aber sie ist meistens versteckt in PDFs, die nicht lesbar sind. Oder in Datenbanken, die auch nicht auslesbar sind. Und irgendwann hat man sich entschieden, wir haben eine Problemstellung, wir haben gute Frage in Deutschland, wir haben auch Retailer wie Otto, die auf alle Kundendienstanfragen, die es so gibt, relativ gute Landingpages haben. Und das Problem bei gute Frage ist noch das, dass es User-Generated Content ist. Das heißt, wir können nicht sicher gehen, wenn jemand nach Waschmaschine ist kaputt, auch wirklich die richtige Antwort gibt. Im Zweifel fällt es noch negativ auf unsere Marke zurück, wenn jemand sich einen Elektroschock holt oder ähnliches. Das heißt, wir haben gesagt, warum sollten wir nicht eigentlich den Content, den wir eh schon haben, platzieren? Ist auch jetzt nichts, was man nicht kennt. Aber wir haben es getan, wir haben es für eine Kategorie getan im ersten Schritt. Wir haben es also erstmal getestet, nur für Deutschland, nur für die Kategorie Waschmaschinen. Und wir hatten halt in den ersten 5 Monaten 25.000 Klicks
und davon 200.000 Impressions, also Sichtkontakte bei Google. Mag man jetzt wenig oder viel halten, das ist eine Ansichtssache. Letzten Endes geht es darum, es funktioniert. Der Punkt ist, wir haben nicht nur eine Kategorie, sondern 10 oder 20 und wir haben 40 oder 50 Länder, in die wir das auch ausrollen können, in einer gewissen Granularität. Schwierig war es eben nur, klarzumachen, dass wenn Menschen danach suchen, meine Waschmaschine stinkt nach Eiern, was ein relativ beliebter Begriff ist, tatsächlich politisch durchzubekommen, dass wir als Marke über faule Eier sprechen wollen, weil eigentlich sind wir die Besten, wir sind auch die Besten, aber trotzdem scheint der Konsument manchmal, weil er die Waschmaschine falsch genutzt hat, das Gefühl zu haben, dass sie stinkt und nach Eiern, okay, aber warum nicht diesen Content auch schreiben und sagen, egal nach was es riecht, da ist ein Flusensieb, das kann man rausziehen und wenn Sie immer noch Fragen haben, rufen Sie uns an oder der Techniker kommt und das ist eben genau das Schöne an, wir haben Schwierigkeiten oftmals eine Lead-Generierung zu definieren, weil wir oftmals nur Content-Pages haben, wir verkaufen keine Produkte, aber bei einem Kundendienst ist es eben der Fall, dass wir halt sagen können, der Klick, einen Kundendienst zu buchen, ist in dem Fall ein Sale für uns und da können wir relativ, haben wir auch relativ gute Messwerte bekommen, dass der Konsument, der kommt auf die Seite, er sieht, es ist die Marke, hat Vertrauen an unsere Marke, sieht, okay, ich kriege das Problem nicht gelöst, kriege gleich die Info, hier kannst du anrufen, hier kannst du buchen, wir haben ein Online-Buchungsportal oder geh in den Shop, dann kannst du Accessories und Spareparts kaufen, also Ersatzteile verkaufen wir dann und das ist auch ein nicht kleines Businessmodell von uns. Und der allerletzte Punkt, ich weiß nicht, vielleicht haben es ein paar mitbekommen, aber ich glaube, die Kollegen von Sistrix haben uns auch extra rausgenommen aus deren Top- und Flop-Liste, weil Siemens wäre ein Flop gewesen, weil wir unsere kompletten Domains geändert haben. Also diese Seite wäre ein Flop, weil die jetzt auf Null steht weltweit, weil wir auf diese wunderschöne Domain wechseln mussten. Das hat lizenzrechtliche Gründe gehabt. Ich habe dann weltweit mal rumgefragt, gibt es so Cases, woraus wir lernen können? Große Agenturnetzwerke, die normalerweise sowas schon mal gemacht haben, haben verneint und gesagt, Domain Change ja, aber sowas nicht. Also haben wir Tests gemacht, wir haben uns auch ein Testland rausgesucht und gesagt, lass uns mal gucken, was passiert. Wir müssen es tun, wir können es eh nicht ändern. Und auch hier, das hat jetzt keinen klassischen Content-Hintergrund, aber der Punkt ist, wir haben dieses Projekt hergenommen, um auch zu sagen, liebe Freunde im Land, selbst ich kann es nicht sagen, Agenturen können es nicht sagen, niemand kann sagen, was jetzt passiert, aber wir müssen es tun. Wir stellen sicher, dass der Relaunch-Prozess aus technischer Sicht funktioniert. Wir haben Redirects automatisiert oder auch manuell pflegen müssen. Aber wenn es um Content geht, viele Länder haben den Content nicht richtig übersetzt, viele Länder haben vielleicht auch Teilelemente von Content vergessen und wir haben gesagt, so, wir machen jetzt Spring Clean, jetzt machen wir mal Frühjahrsputz und wir hatten Druck und haben gesagt, liebe Länder, wir helfen euch, aber diese Domain wird dieses letztes Jahr gewechselt und ihr könnt was dagegen tun, dass wir eventuell Risiken haben. Und erstaunlicherweise ist was passiert, jeder hat daran gearbeitet, weil alle hatten Angst, dass das Top-Management dann um die Ecke kommt und sagt, guck mal hier, die sind schlecht oder die sind schlecht. Das heißt, auch hier kann man das vermeintlich Negative nutzen, um tatsächlich positiv in die Zukunft zu schauen. Es bleibt am letzten Endes in dem Fall eh nichts anderes übrig. Und auch wenn es keine absoluten Zahlen sind, die darf ich leider erstmal noch nicht teilen, ist der Punkt, dass wir hier über 40 Länder reden. Wir haben einen gewissen einige Wochen vor Relaunch hergenommen, ein bisschen Saisonalität rausgerechnet und dann haben dann Woche für Woche über 10 Wochen gemessen, wie ist der Vergleich vor Relaunch und nach Relaunch. Wie gesagt, soweit möglich haben wir die Saisonalität auch rausgenommen. Und was man halt sieht, eigentlich hätte man jetzt gedacht, okay, bei so einer grausigen Domain, da wird es erstmal -20% Traffic Loss geben, aber letzten Endes, bis auf ein, zwei kleine Länder, muss man sagen, haben wir keinen Verlust unter mehr als 5% gehabt und mittlerweile, das sind jetzt zwar schon ältere Zahlen, aber auch ich habe jetzt auch noch mal vorher geschaut, sind wir über alle Länder deutlich besser als vorher, was die Visits betrifft, die SEO-Visits. Das heißt, wir konnten trotz dieses Domain-Changes den Traffic ganzheitlich stärken, erhöhen und ich glaube, das liegt nicht nur an der starken Marke, sondern eben daran, dass wir ganzheitlich über verschiedene Departments gearbeitet haben. Wir sind so weit gegangen, dass wir auch Retailer immer wieder kontinuierlich bitten, die Backlinks anzupassen. Aber gleichzeitig haben wir auch die Länder motiviert zu sagen, schaut euch euren Content nochmal an. Guckt, ob die Bilder richtig gepflegt sind. In den asiatischen Ländern müssen wir öfter mal sagen, 5 Megabyte Bilder funktionieren nicht ganz so gut. Bitte skaliert es ein bisschen runter. Qualität bleibt gleich. Wir können euch helfen. Wir haben Dinge automatisiert, wo die Länder dann nicht dran arbeiten mussten. Und so haben wir halt sukzessive
sukzessiv, also an dem Projekt waren nicht ich alleine, sondern das war ein Riesenteam, auch wieder, ich würde sagen, im Kernteam waren es vielleicht 25 Leute, wenn man dann auch die Länder mit reinrechnet, die daran gearbeitet haben, waren es mehrere hundert, haben wir es geschafft, tatsächlich so ein Thema oder so ein Projekt rumzubekommen, hinzubekommen und auch keine, wenn wir jetzt in Click-Through-Rates gehen oder in andere Zahlen, deutliche Verluste hatten. Somit würde ich sagen, haben wir in den letzten 4 Jahren doch was Gutes geschaffen. Und damit bin ich auch fertig und verweise bei 39,56 auf mögliche Fragen. Ansonsten guten Appetit. Das ist jetzt natürlich gemein, direkt vor quasi zwischen dem Buffet zu stehen und der Frage. Erst die Frage, vor Mittagessen, Nachmittagessen, was ist schlechter? Vor allem, wir haben 4 Sekunden für die Frage. Dann ja, genau. Dann mache ich schnell. Bin auch den ganzen Tag da. Also ganz so schnell kann ich nicht reden. Ich habe eine Frage zu dem Master-Content-Ansatz. Mhm. Ihr habt gesagt, oder du hast gesagt, dass ihr den in Englisch vorproduziert und dann die Länder den entsprechend übersetzen und adaptieren können. Mhm. Wie macht ihr das dann in UK und US beispielsweise? Die haben dann jeweils komplett eigene Inhalte, also die werden dann doppelt gepflegt oder ist das dann immer ein und derselbe Englische? Ja, im Idealfall sollten es 2 verschiedene sein. Wir haben dasselbe Problem Deutschland und Schweiz oder Österreich. Manche Länder oder Singapur, auch English speaking, kommt drauf an. Manche haben es am Anfang komplett einfach 1:1 übernommen. Damit musste man dann leben, aber es wird sukzessive so gemacht, dass wir dann verschiedene Varianten haben. Oder dass man sich nur, gerade bei US, darauf konzentriert am Anfang, welche Kategorien haben wirklich einen Unterschied zur Sprache in UK und dass man sich dann kategorieweise durcharbeitet. Genauso wie es in der Schweiz eben nicht Dampfgarer heißt, sondern Steamer, also das englische Wort davon, haben wir eben gesagt, dann fangt eben da an. Weil das Problem ist oft, dann heißt es, ja, es ist viel zu teuer, wir können den Content jetzt nicht nochmal übersetzen, aber wir sind dann eben auch so und sagen, dann nehmt ihn halt erstmal. Wir arbeiten gerade an einem Ahreflang-Tag-Thema, dass wir das zumindest technisch gelöst bekommen. Aber der zweite Ansatz ist eben der zu sagen, na, dann macht es halt erstmal so. Aber dann geht bitte stückchenweise, häppchenweise vor und pickt euch die wichtigen Kategorien aus und lokalisiert dann in dem Fall. Habt ihr keine Sorge, dass das dann auf Dauer komplett auseinanderläuft? Dass Aktualisierungen halt nur in dem einen Land gemacht werden oder im Master und im anderen dann nicht? Also wir stellen halt sicher, über den Master-Content, der wird in alle Länder ausgespielt, automatisch, und die Länder müssen halt ein Häkchen setzen, ja, nehme ich, ja, nehme ich nicht, weil es gibt auch nicht in jedem Land die gleichen Geräte, also sie müssen auch nicht jeden Content nehmen, aber es läuft insofern nicht aus dem Ruder, als dass wir mittlerweile es geschaffen haben, dass die Regionen im speziellen Fall wirklich mit den Ländern zusammenarbeiten, sich die Contents auch anschauen, aber klar, zu 100% kann man sich ausschließen, dass bestimmte Länder Dinge tun, die uns nicht auffallen, das ist klar. Aber deswegen sage ich ja, also der Rahmen sollte gleich bleiben. Es werden ja nicht komplette Texte komplett umgeschrieben. Es geht eher darum, dass man eben einen Rahmen schafft, um einerseits die Zielgruppe anzusprechen, aber trotzdem die Brand Differentiation oder generell den Brand und die Kommunikation davon in einem Rahmen zu halten. Okay. Danke. Um mich kurz zu fassen. Die kurze Frage zu dem einen Slide mit der Customer Journey, wo du die Distributionskanäle und die Inhalte gemappt hast, oder insbesondere die Distributionskanäle, und du hattest SEA und SEO in die Retention-Phase auch gemappt. Wir beschäftigen uns auch schon länger mit diesen ganzen Inhalten auf die Customer Journey mappen und Distributionskanäle dann dementsprechend. Bei der Retention-Phase fehlt mir die Fantasie für das SEO als Distributionskanal. Kannst du da ein Beispiel nennen einfach? Also das klassische ist After Sales. Ja, das ist klar. Also Kundendienst-Thema, und zum Beispiel das Thema FAQs, was ich genannt hatte, wo wir gesagt haben, wir schaffen Content, die Waschmaschine ist kaputt oder es ist irgendwas, was nicht funktioniert, okay. Dass wir da eine Art Landingpage schaffen, Content schaffen, wo der Konsument entweder es repariert oder aber durch den Kundendienst auch angetriggert wird über, da gibt es ja verschiedenste Varianten, ein Ersatzteil oder ein Ersatzgerät zu kaufen. Also einerseits ist der Verkauf von Ersatzteilen, der zweite Fall ist, den Kundendienst als Service anzubieten, und der dritte ist der Neukauf. Okay, und die bespielt ihr auch mit SEA? Genau, also es kommt immer aufs Land drauf an, die Entscheidung liegt pro Land. Also wir sind nicht diejenigen, die das Budget ganzheitlich verantworten, aber es wird auch jetzt in Deutschland in dem Fall SEA bespielt. Super, danke. Weitere Fragen? 99% sitzen jetzt gerade hier und sagen, bitte frag nichts. Okay. Okay, vielen Dank.
Vielen Dank.